Hallo und willkommen, Malika. Heute mache ich mal ein Video, warum ich so lange, also warum so selten ein Video jetzt kommt. Ich habe schon nach den Herbstferien habe ich die Schule gewechselt und ja, es ist sehr stressig für mich, weil ich war davor in einer Schule, wo keine Tests, keine Noten, keine Schularbeiten gewesen sind. Also nur ganz selten hatten wir mal in Englisch einen Test. Und zwar nur, damit die Lehrerin sieht, wo sie nochmal etwas machen muss und so. Deswegen ist auch so lange kein Video mehr gekommen, weil ich habe sehr viel HÜ, muss auch viele Tests lernen. Auch ich hatte schon alle Schularbeiten, schon vor den Sommerferien und jetzt auch ziemlich viele Tests. Und auch mit dem Homeschooling und immer sehr viel HÜ. Und ja, deswegen ist so selten kein Video hochgekommen. Also, ich war halt also früher noch in der Schule, da gab es irgendwie, da konnte man bis zur umgerechneten 13. Klasse in die Schule gehen. Und ja, da bin ich halt bis zur 5. Klasse, bin ich dorthin gegangen und jetzt habe ich halt gewechselt. Und ja, in Englisch machen wir zum Beispiel, müssen wir fast jeden Tag eine Geschichte schreiben. Und ja, da hat mir meine Mama und mein Papa Gott sei Dank sehr viel Unterstützung gegeben und haben mir sehr viel geholfen. Und deswegen, und weil ich hatte auch keine Idee mehr für ein Video. Und ja, deswegen konnte ich auch so lange kein Video mehr machen. Und ich hoffe, dass ihr das versteht und ich bemühe mich weiterhin mehr Videos wieder zu machen, weil jetzt gibt es keine Schularbeiten mehr. Ist schon längere Zeit, aber auch jetzt wieder wir haben Volltag Schule, weil wir so wenig Kinder in der Klasse sind. Nicht Volltag, die ganze Woche halt bis auf Feiertag hatten wir die ganze Zeit Schule und werden auch weiterhin haben. Und ja, das ist mir halt sehr schwer gefallen, wenn ich dann noch ein Video machen hätte müssen. Ich weiß nicht, ob das gerade richtiges Deutsch war, aber ich versuche eben mehr Videos wieder zu machen. Sorry, wenn ich mich wiederhole, aber ich bin einfach ein bisschen, wie sagt man dazu? Ich weiß nicht, wenn ich mich wiederhole, weil ich bin so in dem Thema gerade drinnen, dass ich hoffe, das versteht ihr. Und ja, es ist ein sehr kurzes Video jetzt. Ja. Sehr toll. Ja, und ich habe vor, also in den nächsten Videos irgendwie wieder so das zu machen, weil Angström, danke für den Kommentar unter dem Video, dass du dich freuen würdest, wenn, also über dieses Video, warum ich dann so lange weg war und auch danke, dass du mich schon so lange verfolgst und mir auch auf jeden Fall. Ich werde auch das Bastelvideo auf jeden Fall machen. Ich weiß nur noch nicht was. Es ist immer sehr schwer. Also schreibt bitte unten in die Kommentare, wenn ihr nicht allein lassen wollt. Und Angström, wenn du weiterhin Ideen für ein Video hast, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Also an jeden Menschen, der hier zuguckt. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, sehr über ein Like freuen und auch gerne abonnieren. Danke. Jetzt bin ich einfach ein bisschen. Ja, es fällt mir schwer, dieses Video zu machen. Auch wenn es jetzt nicht so wirkt. Ich versuche halt gut drauf zu sein. Aber ich bin froh, dass ich das Video jetzt gemacht habe. Tschüss.